Ken Duken, morgen startet Berlin Falling im Kino für 3 Tage und das ist insofern auch ein Debüt, als dass es dein Regiedebüt ist und du gleichzeitig vor der Kamera gestanden hast. Was ist denn das Besondere an diesem Kinofilm? Naja, du sagst es schon, es ist mein Debüt. Da steckt wahnsinnig viel Herzblut und Liebe drin und hier sind 2 wunderbare Menschen aus meinem Team mit einem wahnsinnig tollen Team. Gemeinschaftlich und gemeinsam dieses Mammutprojekt gewuppt und Genrefilm in Deutschland ist fast unmöglich zu produzieren und die Thematik ist sehr aktuell und wurde immer aktueller, je mehr wir gedreht haben. Deswegen hat der Film auch eine ganz klare Message und Aussage für mich und ich finde es auch ganz toll, dass man jetzt in diesen ganzen ersten Screenings und ersten Wahrnehmungen merkt, dass diese Message so diskutiert wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Du hast jetzt über die Message gesprochen, aber noch gar nicht gesagt, worum geht's denn inhaltlich? Genau, das ist auch das Schöne daran, dass ich immer versuche, an dem Film so viel wie möglich zu verschweigen, worum es geht, weil der Film am besten wirkt, wenn man am wenigsten oder gar nichts darüber weiß. Aber wir haben ja schon ein bisschen gespoilert, es geht um das Thema Terror, aber in erster Linie geht es um die Frage, wie weit gehst du für deine Lieben? Es weist auf diese Angst hin, die Terror in uns auslöst und wie wir durch diese Angst manipulierbar werden und instrumentalisierbar. Und in erster Linie, dass ich hoffe, dass man sich oder dass wir nicht einem Extrem für ein anderes weichen. Ich weiß, dass die Story in einem Auto spielt, wo ein ahnungsloser Autofahrer einen scheinbaren Psychopathen oder Terroristen mitnimmt. Was ich nicht weiß, ist, was für eine Rolle spielst du denn? Du tauchst in der Synopsis nicht auf. Ich spiele die Ex-Frau eines Mitfahrers, die ahnungslos ist und am Ende eine wichtige Rolle spielt. Wie aktuell ist die Geschichte? Sehr aktuell. Fast schon zu aktuell. Also wir sind alle überrascht, wie das uns eingeholt hat. Hätten wir nicht gedacht, als wir das vor 2,5 Jahren entwickelt haben. Tom, du spielst Andreas, den Beifahrer des Autos, der plötzlich ein ganz anderes Gesicht zeigt. Wie hast du die Rolle angelegt? Was ist der Reiz an dieser Rolle? Na, der Reiz an der Rolle ist eigentlich, dass es mehrere Rollen in einer sind. Und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, also Andreas zeigt im Laufe des Films verschiedene Gesichter. Und das war, also neben den sehr guten Dialogen, die mir schon beim ersten Lesen aufgefallen sind, als Ken mir das Buch geschickt hat, war das natürlich auch ein Hauptgrund, die Rolle anzunehmen, weil wann kriegt man als Schauspieler schon sowas zu spielen? Danke für das Interview, ja, und toi 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 für 3 gelungene Tage mit Berlin Falling war das. Genau, morgen, 13. bis 15. Juli, habt ihr die Chance, den Film im Kino anzuschauen. Wir starten diesen Event als Versuch, weil wir kein klassisch geförderter Film sind, der diese Regularien erfüllt, die man einhalten muss. Wir kommen Ende des Jahres dann, sagen wir November, Dezember auf Sky, auf Pay-TV schon. Und jetzt waren sich alle einig, dass dieser Film auf die Leinwand muss. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, den Film 3 Tage auf der Leinwand zu sehen, in über 170 oder 160 Kinos bundesweit. Und darauf freuen wir uns und sind sehr stolz. Also Leute, geht rein.